Dieser Spielfilm basiert auf einer wahren Geschichte ehemaliger Mitglieder von Scientology. Er erhebt jedoch nicht den Anspruch, die Geschehnisse in jeder Hinsicht authentisch wiederzugeben. Insbesondere die Namen der im Film handelnden Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen sowie Lebensumstände sind erfunden. Geben wir die kleine Sarah mal ihrem Vater. Wie heißt du denn? Sarah. Sarah, und weißt du, warum du hier bist, Sarah? Frank will nicht, dass ich bei meiner Mutter wohne. Und warum will dein Vater das nicht? Weil er antagonistisch ist. Antagonistisch? Sie meint, dass ihr Vater gegen ihre Religion ist. Seit wann ist Scientology eine Religion, Herr Kollege? Ich bin Kapitän Holzbein, Schrecken der sieben Weltmeere. Au, au. Warte. Hey, ich hab dich gleich. Frank! Gleich hab ich dich, du. Kannst du bitte reinkommen? Dr. Rupert ist jetzt da. Was soll ich denn da? Das ist doch eure Sache. Du bist der Vater unserer Enkeltochter. Jetzt komm bitte. Von mir aus. Na los, Bloody Mary. Herr Robert, bitte würden Sie meiner Tochter und ihrem Lebensgefährten erklären, was wir besprochen haben. Ja, sehr gerne. Also, Herr Klaassen hat mich beauftragt, einen Erbschaftsvertrag auszuarbeiten. Ziel ist es, den Fortbestand der Reederei zu sichern und die GmbH und Co. KG in eine Stiftung zu überführen. Das bedeutet aber, Frau Klaassen, dass Sie... Ich auf mein Erbe verzichten muss, ich habe schon verstanden. Was soll das, Regine? Hör dir doch erst mal an, was Dr. Ruppert zu sagen hat. Ich kann es mir denken, du hast Angst, dass wir deine wunderbare Firma ruinieren. Es geht darum, sie für euch zu erhalten. Ihr, also das heißt du und Sarah, seid Nutznießer dieser Stiftung. Ihr bekommt eine monatliche Apanage. Für Sarahs Zukunft ist gesorgt. Und Frank? Steht dir frei, was du mit deinem Geld machst. Na wunderbar. Warum muss er dann unbedingt hier dabei sein? Ihr Vater bittet Herrn Reiners, eine Verzichtserklärung zu unterzeichnen. Das ist eine reine Formalie. Wenn Sie so wollen, eine Absicherung für den Fall, dass Sie... Und wenn er die nicht unterschreibt? Er wird sie unterschreiben. Andernfalls müsste er sich nämlich endlich mal Gedanken darüber machen, wie er alleine für dich und Sarah sorgen will. Bitte, Herr Klaassen, wir sollten sachlich bleiben. Ich bin sachlich. Komm, Frank, wir gehen. Frau Klaassen, ich glaube wirklich, Sie haben da was in den falschen Hals bekommen. Ihr Vater hat eine sehr großzügige und für alle Beteiligten vorteilhafte Regelung gefunden. Na dann, ciao. Ciao. Dein Vater schmeißt uns noch aus der Wohnung raus. Mich interessiert seine Scheißfirma nicht. Und warum hast du da nicht unterschrieben? Du weißt doch genau, warum er das macht, weil er dich verachtet. Er hält dich für einen Versager, den Triumph gönne ich ihm nicht. Mir ist das egal. Ja, mir aber nicht. Lass uns heiraten. Bist du bescheuert? Ich mein's ernst. Ich heirate dich nicht. Ist es dein letztes Wort? Ja, verdammt. Fahr, es ist grün. Was machst du? Heirate mich, Gine, und ich steige nie wieder in dieses Auto ein. Frank, steig ein. Ich flehe dich an, bitte. Was macht ihr da? Dein Vater hat mir gerade einen Heiratsantrag gemacht. Was ist das Heiratsantrag?
Schickt sie meinen Vater? Nein, aber herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie mir helfen können. Ihnen helfen? Ihre Schwiegermutter hat mir erzählt, dass Sie Architektur studieren. Ich habe ein altes Haus gekauft. Ich fürchte, eine ziemliche Bruchbude. Vielleicht können Sie sich die ja mal ansehen. Mann, das hat sich doch mein Vater ausgedacht. Wieso? Architekten gibt's wie Sand am Meer. Wieso ausgerechnet Frank? Ihr Mann hat mir einfach gefallen. Nichts weiter. Oder trauen Sie ihm das nicht zu? Also überlegen Sie sich das. Und feiern Sie noch schön. Was sollte das denn, ne? Der Mann hat recht, du traust mir zu wenig zu. Und, gefällt's Ihnen? Kann man was draus machen, auf jeden Fall. Dann machen Sie was draus. Ich? Natürlich Sie. Ich, Entschuldigung, aber ich habe in 3 Wochen mein Diplom und dann ist da noch Sarah. Ich meine, meine Frau ist ja tagsüber in einem Buchladen, also ich weiß nicht. Ihr Schwiegervater glaubt, dass Sie die Kleine nur als Vorwand benutzen, um sich vor ihrem Studium zu drücken. Glaubt er das, ja? Ich glaube nicht, dass er recht hat. Nächste Woche geben meine Frau und ich ein kleines Einweihungsessen. Wäre doch toll, wenn Sie und Ihre Frau auch kommen könnten. Wir reden dann über alles. Hier. Sieht doch ganz spannend aus. Da steckt bestimmt mein Vater dahinter. Unser Christian ist in einem Internat. Wie alt ist Ihre Tochter? 5. Ach, süß. Unser Christian ist 8. 8? Und da ist er schon auf dem Internat. Warum überrascht Sie das? Ist er nicht noch ein bisschen klein fürs Internat? Kinder, das muss doch wirklich jeder selber wissen. Ich finde, wenn man Kinder in die Welt setzt, sollte man sie auch großziehen. Woher wissen Sie so genau, was gut für Kinder ist? Ich weiß nur, dass das Beste, was man Kinder geben kann, Liebe und Geborgenheit ist. Das schließt sich ja nicht aus. Glauben Sie nicht, dass Liebe auch erdrücken kann? Dass Sie Ihrem Kind Prägungen mitgeben, die es bei seiner weiteren Entwicklung behindern? Zum Beispiel? Können Sie mit Ihren Eltern kommunizieren? Die meisten Menschen können mit ihren Eltern nicht kommunizieren, weil es da immer etwas gibt zwischen Eltern und Kindern. Und deswegen schlagen Sie jetzt vor, dass man Kinder von ihren Eltern trennen soll? Oder wie soll ich das verstehen? Es gibt viele Erklärungen, warum Menschen nicht miteinander kommunizieren können. Meist liegt es an ganz anderen Dingen, als wir vermuten. Warum erzählst du ihnen nicht von eurer Akademie? Oh ja, das ist fantastisch. Sie müssen es sich unbedingt ansehen. Was machen Sie denn da? Wir arbeiten mit einer speziellen Trainingsmethode. Sie lernen, sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Sie können sich von allem überflüssigen Ballast befreien. Sie können plötzlich Aufgaben bewältigen, die Sie vorher für unlösbar gehalten haben. Ich war zu Anfang auch skeptisch, Frau Klaassen, aber es funktioniert wirklich. Ach, Sie machen das auch? Kommen Sie doch mal vorbei. Wir machen den Test bei Ihnen, das kostet Sie nichts. Nur so können wir feststellen, ob die Technologie bei Ihnen auch zum Erfolg führt. Ich würde mich wirklich freuen. Auf Ruperts Baustelle Praxis sammeln, Kine. Und zahlen tut er auch gut. Da verdiene ich mehr als mit Taxi fahren. Warum bist du denn so dagegen? Du hast in 3 Wochen Prüfung. Ich weiß nicht, wie du das schaffen willst. Ach. Hey, warum fährst du hier lang? Das ist doch ein Umweg. Die waren von Scientology? Ich hab mir gleich sowas gedacht. Ich hatte einiges über Scientology gehört. Dass sie die Leute da ausnehmen, dass sie nur am Geld interessiert sind. Mach Geld. Mach mehr Geld. Mach noch mehr Geld. Und trotzdem sind sie hingegangen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich dachte, ich könnte das irgendwie handhaben. Handhaben? Also kontrollieren. Die Situation kontrollieren. Ja, aber das konnten Sie nicht.